Haare sind echt gut. Ich weiß, ich war heute Morgen zu Hause, ich habe einfach nochmal spielen wollen. Ich würde gerne auch mal so aufstehen. Was macht die Frau? Macht die das dann? Out of bed. Du kennst mich so einfach noch nicht. Scheinbar. Aber jetzt kommt es auch selten vor, dass ich dich nach aufstehen sehe. Ich verlose die Figur später. Das ist später, bis du die Zeit am Gut, das machen wir später. Später, vor allem später noch jemand. Ja, muss ich fotografieren und auf meiner Facebook-Seite teilen. Mein Name ist Karin Migdalashi und dass ich eine normale Mittelschülerin war, ist schon eine ganze Weile her. Als ich durch Zufall in den alten Brunnen hinter unserem Haus gefallen bin, fand ich mich plötzlich im Mittelalter wieder. Dort habe ich den Halbdämon Inuyasha getroffen und zusammen suchen wir die Splitter des Juwels der Vierseen, das ich versehentlich zerschossen habe. Auf unserer Reise haben wir eine kleine Gruppe an Freunden gefunden. Zuerst den Schutzdämon Shippo, der uns seit dem Tod seines Vaters begleitet. Dann stieß der verfluchte Wandermönch Miracle zu uns, der unter einem schweren Schicksal leidet. Die letzte in unserem Bunde ist die Dämonin Sango. Doch nicht alle sind uns so freundlich gesinnt. Inuyashas Bruder zum Beispiel, der Hundedämon Sesamaru, versucht alles, um an Inuyashas Schwert Tessaiga zu gelangen. Seit kurzem begleitet ihm neben seinem Diener Jaken auch noch das Menschenmädchen Ring. Und seitdem scheint er uns das ein oder andere Mal zu helfen. Ich werde einfach nicht schlauer aus ihm. Außerdem ist da noch die tote Miku, Kikyu. Sie und Inuyasha waren früher so etwas wie ein Paar. Aber seitdem sie wiederbelebt wurde, sind wir das ein oder andere Mal aneinander geraten. Sie dachte, Inuyasha hätte sie verraten und von mir hält sie sowieso nichts. Angeblich bin ich ihre Wiedergeburt, aber bis auf unsere Fähigkeiten haben wir wirklich nicht viel gemeinsam. Wir alle haben jedoch etwas, was uns vereint. Unser Feind ist der Halbdämon Naraku. Er hat Inuyasha und Kikyu gegeneinander ausgespielt, Miraku verflucht, Sangus gesamtes Dorf zerstört und Sesamaru, ich glaube, er ist einfach sauer, weil Naraku ihn ausgenutzt und überlistet hat. Er ist eiskalt, gerissen und schreckt vor absolut nichts zurück, um an das Juwel der vier Seelen zu gelangen. Selbst unter seinen eigenen Leuten steht jedoch nicht jeder hinter ihm. Sein Abkömmling Kagura zum Beispiel würde ihn seit einer Weile lieber tot sehen. Doch da Naraku ihr Herz praktisch in seiner Hand hält, ist sie uns immer noch sehr gefährlich. Die Fronten sind also noch nicht ganz geklärt, aber eins ist sicher. Solange Naraku das Juwel noch nicht vollständig besitzt, ist noch nichts entschieden. Ich habe gelernt und gelernt und wofür?
Ich habe mir dein sogenanntes Lehrbuch angeguckt. Und glaub mir, ich komme auch ganz gut klar, ohne das zu verstehen. Ja, natürlich. Das ist Mathe. Das braucht niemand. Aber für die Aufnahmeprüfung muss ich es trotzdem alles wissen. Das verstehe ich aber nicht. Schau mal, Schippo. In Ihrem Land ist es nun einmal so, dass man mehr wissen muss, als man eigentlich braucht. Nicht wahr, Kagome-chan? Zumindest für die Schule. Ich finde, es gibt kein Wissen, das man nicht gebrauchen kann. Ich finde es sogar gut, dass sich Kagome-sama so sehr bemüht, mehr zu lernen. Inuyasha, du könntest das respektieren. Bla bla. Außerdem ist es gar nicht so friedlich. Naraku ist immer noch hier. Ich bin mir sicher, der plant doch schon wieder irgendwas. Das kann ich förmlich riechen. Ja, deine feine Nase in allen Ehren. Aber ohne Kagome-sama kommen wir ohnehin nicht weiter. Nur sie kann die Splitter des Souvenirs spüren. Sie ist quasi das wichtigste Mitglied unserer Gruppe. Ja, das hast du mittlerweile mehrfach gesagt. Es ehrt mich, dass du eifersüchtig bist. Ich bin nicht eifersüchtig. Das war auf die Suche bezogen. Sag mal, Schippo, kommt mir das nur so vor? Oder haben sich die beiden wieder gestritten, als ich weg war? Was fragst du mich das? Ich kann auch nicht immer alles wissen, was zwischen den beiden vor sich geht. Schippo-chan, du hast doch wieder gelauscht. Ich kenne dich doch. Du kannst es sicher denken. Wir kamen dadurch ein Dorf und da war eine Familie. Sie hatten eine Tochter. Rocco hat ihr natürlich wieder nachgestellt und er hat sogar... Schaut mal, dort vorne ist ein Dorf. Vielleicht können wir dort die Nacht verbringen. Also ich finde, der Tag ist noch lang genug. Wir können noch eine ganze Menge Weg zurücklegen. Genau, das finde ich auch. Nachdem wir mal wieder eine Pause machen mussten, will ich endlich mal eine Weile vorankommen. Ja, wissen wir denn mittlerweile überhaupt, wohin wir wollen? Mir ist es ja egal, aber ich bin mir sicher, Kagome würde viel lieber in deinem Haus schlafen. Ach was, mir ist das doch egal. Seit wann das denn? Wenn wir jetzt in dieses Dorf gehen, wird sich Miroku nun wieder an die nächstbeste Frau heranmachen. Und wenn ihr beide schon nicht nachvollziehen könnt, wie Sango sich dabei fühlt, dann denkt doch bitte wenigstens daran, was das für die Laune der beiden bedeuten würde. Also, das ist doch... Ist mir doch egal, wem er da schaut, hinterher schaut und wem nicht. Seit wann das denn? Hey, Leute! Ich spüre einen Splitter! Was? Wo? Aus der Richtung! Und der kommt schnell näher. Was war das? Völlig egal, er hat einen Splitter. Na dann hinterher. Toll. Und wo ist er jetzt hin? Kann er nicht einfach verschwunden sein? Scheinbar ja schon. Er hat keine Spuren hinterlassen. Kagome, was ist mit dem Splitter, den er bei sich hatte? Spürst du den irgendwo? Nein, er ist wie vom Erdboden verschluckt. Kannst du ihn denn nicht riechen, Inuyasha? Wo ist denn deine feine Nase, wenn man sie mal braucht? Wäre ich sonst stehen geblieben? Nein, hier ist absolut nichts zu riechen. Seine Spur hört ja ganz plötzlich auf. Das trägt doch eindeutig Narakus Handschrift. Wer sonst würde uns durch einen Dämon hierher locken lassen? Aber warum das? Er kann uns doch nicht schon wieder in einen Bankkreis locken wollen, oder? Kann doch unmöglich sein Ernst sein. Aber das wäre doch die logischste Erklärung. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass er das tut. Das sieht ihm ähnlich. Aber der glaubt doch nicht wirklich, dass wir auf seine schmutzigen Tricks hereinfallen. Naja. Hey, wenn Leute, wir herausfinden wollen, was er plant, bleibt uns wohl nichts anderes über, als auf seinen Trick hereinzufallen. Das sollten wir aber zumindest für heute Nacht vermeiden. Wieso denn ausgerechnet für heute Nacht?
vermeiden. Ich glaube, wir haben ein Problem. Heute ist doch der erste Tag des Monats. Hallo? Stimmt. Heute Nacht ist Neumond. Na ja, schau, dann verlierst du ja deine Kräfte und wirst wieder zum einem Menschen. Wir sollten wirklich einen sicheren Platz für die Nacht suchen, wenn Naraku dich so sieht, entdeckt er dein Geheimnis. Das weiß ich alles selber. Ich will mich aber nicht zurückziehen. Er ist immer schon zum Greifen nah. Wer weiß, wann wieder so eine Gelegenheit kommt. Naja, Narumi hat recht. Noch weiß Naraku nicht, wann du deine dämonischen Kräfte verlierst. Und das sollte besser auch so bleiben. Ich habe eine Idee. Lass uns doch eine Unterkunft suchen. Da schien mir da in dem Dorf, an dem wir vorhin vorbeigekommen sind, noch was frei zu sein. Schien mir da ein sehr ansehnliches Haus zu geben. Gutes Essen, schöne Frauen. Wie war das? Da gibt's nur Essen, nur Essen. Dann lasst uns gehen. Was ist denn noch? Kommst du? Das wollte ich die ganze Zeit schon sagen. Sag aber nicht, dass du jetzt schon vom Bankreis festgehalten wirst. Dann sag ich's eben nicht. Aber dafür habe ich die Spur des Dämons wieder. Und das, obwohl du erst noch so rumgetönt hast, ihm garantiert nicht in die Falle zu tappen. Du Kleiner. Ach, lass ihn. Schließlich hat er recht. Du warst wohl ein wenig unaufmerksam. Ist ja nicht so, als könnte ich großartig was tun. Naja, jedenfalls bleibt uns jetzt wohl wirklich nichts anderes über, als Inuyasha in den Bankreis zu folgen. Wir können ihn nicht einfach hier lassen. Nein, natürlich nicht. Zu gütig. Vielleicht suchen wir uns dann innerhalb des Bankkreises irgendwo ein Versteck. Großartig. Verstecken wir uns in Narakus Bankkreis. Inuyasha, mach Platz! Wollt mich nicht einfach zurücklassen! Kagome! Oh, das ist ja mal wieder typisch. Sama, seid ihr euch sicher, dass wir uns dem Schloss dieses Naraku nähern? Hast du an der von mir eingeschlagenen Richtung etwa etwas auszusetzen? Aber nein, ich dachte nur, es gab doch so wenig Spuren und wir haben schon seit einer Weile. Wenn du nicht an mir zweifelst, was willst du dann damit sagen? Also eigentlich, ich dachte nur... Chama-chan, ich hab deinen Blumenkranz gepasst. Dummes Kind, nimm das an. Siehst du nicht, dass du sie schon mal Sama störst? Versuch gerade eine Spur zu finden. Hörst du ihn da nicht viel mehr? Du redest doch viel mehr als ich. Oh, nein, weil ich mit ihm wichtige Dinge zu besprechen habe. Du wirst das nie verstehen. Jaken. Ja, Meister Sesshomaru? Sei still. Rin, wo hast du dieses Band her? Hab ich dort auf den Weg gefunden. Ist das nicht das Band des Schwertes Tessaiga? Des Schwertes, das euer Vater eurem niederen Bruder vermachte, anstatt euch. Des Schwertes, mit dem Inuyasha euch den Arm abschlug. Das Schwert! Das weiß Sesshomaru-sama doch alles selber. Wirst du wohl nicht für ihn antworten? Sesshomaru-sama, bedeutet das, Inuyasha und seine Freunde sind hier gewesen? Boah, was soll es das sonst bedeuten? Du sei ruhig. Ich habe dir gesagt, du sollst nicht seine Fragen für ihn beantworten. Willst du etwa wirklich mir diese überflüssigen Fragen stellen? Nein. Natürlich bedeutet es, dass sie hier waren. Ihr Geruch hängt hier noch überall in der Luft. Und nicht nur ihrer, es riecht nach Naraku. Ah, ihr habt also seine Fährte wieder, wie ich es von euch nicht anders erwartet habe. Das heißt, ihr wisst, wohin wir müssen? Nein. Nein? Ihre Spuren enden hier. Alle Spuren enden hier. Dann war das sicherlich eine falsche Fährte. Und selbst Inuyasha hat das bemerkt und ist umgekehrt. Wir sollten gehen. Rin, komm gefälligst mit. Nö. Du. Rin. Ich komme nicht weiter. Du kommst nicht, da ist doch gar nichts. Jaken. Rin steckt wohl in einer Art Bankkreis. Was? Natürlich, da lässt man dich 5 Minuten allein und du baust wieder Blödsinn. Aber wenn du wirklich glaubst, dass ich und der große Sesshomaru-sama dir in diese Schlamassel folgen würden, das ist doch wirklich unmöglich. Das muss jetzt aber peinlich sein. Du wolltest verschwinden. Du musst man einmal nicht auf und schon ist der Meister wieder in größter Gefahr. Und wer hört auf den alten Jaken? Niemand hört auf den alten Jaken. Meister? Meister, wartet!
Danke, dass ihr auf mich gewartet habt. Du hast doch wieder aufgeholt, also was ist dein Problem? Es geht ums Prinzip. Außerdem, ich wollte ohne mich den Dämon finden. Mit Kagumisamas Hilfe. Schließlich können sie den Splitter des Juwels spüren. Schon vergessen, Inuyasha? Es geht ums Prinzip. Das ist außerdem nicht mehr wichtig. Sie haben uns bereits gefunden. Sie? Ja, jetzt wo du es sagst. Aber wie? Ich kann nicht einmal jetzt etwas Dämonisches spüren. Das kannst du sonst? Ich dachte, damit führst du nur die reichen Dorfleute an der Nase herum. Ja, ich meine, was denkt ihr immer nur alle von mir? Und also, reißt euch zusammen, das ist jetzt wirklich nicht wichtig. Mensch. Kinder. Also, worauf wartest du? Ich hoffe gar nichts. Worauf wartet ihr denn? Nun ja, normalerweise bist du derjenige, der sich Hals über Kopf in den Kampf stürzt. Wir folgen dir dann und lassen es aussehen, da stecken Taktik und System dahinter. Inuyasha, ist es vielleicht schon so spät, dass du Tess Heiger gar nicht mehr benutzen kannst? Dass ich Tess Heiger... Das hat sich ja gar nicht verwandelt. Verdammt, warum nicht? Hast du das echt nicht gemerkt? Egal, darum kümmere ich mich später. Für den werden meine Klauen dafür ausreichen. Chippo, in meinem langen und erfüllten Leben als Wandermönch habe ich gelernt, dass genau zwei Dinge keinen Zweck haben. Das erste ist, sich an Sango anzumachen. Wirklich? Das hast du mittlerweile also gelernt. Jedenfalls das zweite ist, blindlings im Wald herumzurufen. Während die anderen in der Nähe hätten schon längst gehört. Und wenn du weiter so rumkrakeelst, hört uns wahrscheinlich noch jemand ganz anderes. Ja, aber machst du dir dann gar keine Sorgen? Sango war schließlich verhext. Natürlich mache ich mir Sorgen. Aber im Moment können wir nichts tun, als weiterzusuchen. Ich bin mir sicher, Sango geht es gut. Schließlich ist sie eine starke Frau. Wenn das einer weiß, dann ja wohl ich. Das sagst du jetzt nur so, oder? Nein, ich meine es so, wie ich es sage. Wie kommst du drauf? Weil du gerade genau so guckst wie Inuyasha, wenn Kagumi etwas passiert ist. Tatsächlich? Mhm. Wie dem auch sei, wir müssen einfach darauf vertrauen, dass es Kagumi-sama gut geht. Sicherlich hat sie Inuyasha und Kagumi-sama längst gefunden und es geht ihr gut. Bist du dir sicher, dass sie da auch sicher ist? Na sicher bin ich mir sicher. Du kennst doch Inuyasha. Sollte sie wirklich so schwer verletzt sein, wird er sie schon noch beschützen. Du weißt aber schon noch, dass heute Nacht Neumond ist und Inuyasha längst ein schwacher Mensch.
uns Sango gar nicht beschützen kann. Kagome, Sango, Kagome. Ganz sicher, es kam von hier. Also ich finde, es kam eher von da. So weit können die noch gar nicht gekommen sein. Wir sollten die nicht unterschätzen. Für Menschen haben die sich erstaunlich gut gewehrt. Hätte der Meister uns geschickt, wäre die Sache ganz anders ausgegangen. Bei den Schwächlingen wundert mich doch echt gar nichts mehr. Riecht ihr das? Putz dir mal die Nase, hier ist nichts. Aber ich hab doch auch ganz sicher was von hier gehört. Ach, halt doch die Klappe. Selbst wenn sie hier irgendwann angekommen sind, auf diesem Weg können sie ruhig bleiben. Narakus Bankreis liegt in einer ganz anderen Richtung. Narakus Bankreis, wie meinen die das? Ich verstehe das immer noch nicht. Wer ist so feige, dass er sich innerhalb eines Bankreises in einen weiteren versteckt? Hat er echt Schiss vor einem Halbdämon und seinen Menschenfreunden? Die haben einen echten Dämon doch nichts entgegenzusetzen. Ha, was ist mit mir? Da, da war doch was. Und du sagst mir, ich bilde mir das bloß ein. Wie dem auch sei, ich habe sowieso gehört, dass Naraku generell ziemlich feige sein soll. Er scheint sich wohl ein Medium für seinen Bankkreis besorgt zu haben, was ihn aufrechterhält, wenn er geht. Und wer ihn einmal betritt, ist unausspürbar und außer ihm kann ihn niemand mehr verlassen. Niemand? Und was ist mit der Eulenfächer-Tante? Die könnte doch auch raus. Was soll ich das wissen? Die hängt doch irgendwie mit ihm zusammen. Naja, ist auch egal. Die hat sowieso nichts zu melden. Die war sich wohl zu fein für dich. Was? Die Eulenfächer-Tante, damit war sich an Kagura gemeint. Wenn die hier ist, wird das Ganze noch viel schwieriger. Hätte ich mir aber auch denken können. Ja, und dass Naraku sich mal wieder doppelt absieht, ist so typisch. So ein mieser Feigling. Ja, das ist ja wirklich nichts Neues. Wir sollten aber weiter. Dass Naraku sich mit einem zweiten Bankkreis absichert, kann kein Zufall sein. Nein, nicht bei Naraku. Da steckt mir dahinter. Ja, und so wie wir Inuyasha kennen, steht er auch mit einem Bein im nächsten Bankkreis. Wenn du wüsstest, wie viel Recht du hast. Bereitwillig in meinen Bankkreis gekommen. Wo sind die anderen? Was hast du mit ihnen gemacht? Ich habe nichts getan. Noch nicht. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass sie noch eine Aufgabe zu erledigen haben. Wenn es keine Rolle mehr spielt, dann sag mir doch gefälligst, was du vorhast. Du wirst diesen Raum nicht mehr lebendig verlassen. Da du sie nicht warnen kannst, soll es mir egal sein, wie viel du erfährst. Sobald die Miko hier eintrifft, wirst du schon noch erfahren, welche Rolle du zu spielen hast. Bis dahin lasse ich dich hier. Allein? Nein. Es wäre eine Schande, falls du wieder erwarten, doch einen Weg aus diesem Bankkreis, aus diesem Schloss finden würdest. Doch nun entschuldige mich. Ich habe noch etwas zu erledigen. Das
von Kikyo Seelenfängern. Wo kommt er her und warum hat er Naraku gehorcht? Wenn Kikyo hier ist, ist Inuyasha sicher längst bei ihr. Inuyasha, ich muss ihn warnen. Er wird dir direkt in die Falle laufen. Wo wollen wir denn so ehrlich hin? Kagura, hast du nichts Besseres zu tun, als für Naraku den Babysitter zu spielen? Doch, habe ich. Deswegen wirst du leider auf meine Anwesenheit verzichten müssen. Allerdings kommt es mir sehr gelegen, dass Naraku mir diese Aufgabe übertragen hat. Was hast du vor? Also bist du jetzt auf unserer Seite. Das soll mal einer verstehen. Sei doch nicht albern. Es ist nur so, dass du mir nicht sonderlich viel nützt, wenn du dich nicht bewegen kannst. Das heißt was? Stell dich doch nicht dümmer, als du bist. In diesem Schloss befindet sich das Medium, das den Bankreis aufrechterhält. Ich glaube nicht daran, dass ihn außer Naraku keiner brechen kann. Denn wäre das so, hätte er nichts zu befürchten und wäre nicht so vorsichtig. Und du erwartest von mir, dass ich diesen Bannkreis finde und das Medium breche? Ich erwarte gar nichts von dir. Aber wenn ihr Naraku töten wollt, gibt es wohl kaum eine andere Möglichkeit. Die Geheimniskrämerei liegt auch wohl in der Familie. Dass Ishomaru hier ist, macht die ganze Sache noch viel schwieriger. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass er mich dank des Nebels nicht riechen kann. Es wird Zeit, ihm eine neue Aufgabe zu geben. Sind wir wieder? Alles sich nach Plan. Ich werde nicht wieder. Gut, dann seid ihr bereit für eine neue Aufgabe. In meinem Bannkreis ist ein weiterer Dämon aufgetaucht. Bei ihm ist ein kleines Mädchen und ein Kappa. Ich möchte, dass er ihn von den beiden trennt. Endgültig, oder müssen wir uns zurückhalten? Lasst sie am Leben. Er wird unberechenbar, falls etwas geschieht. Stiftet nur genug Chaos, dass er sie aus den Augen verliert. Das sollte ihn für eine Weile beschäftigen. Okay, und was ist das für ein Kerl? Er ist der Bruder des Halbdämons, den ihr zuvor schon getroffen habt. Er sieht ihn sogar recht ähnlich. Ein großer Dämon mit langen weißen Haaren. Aber wenn er nicht doch ein Halbdämon ist, kann er euch dann nicht einfach wittern? Nein, habt ihr es denn nicht bemerkt? Dieser Nebel, der einen Bogen um euch macht, er negiert dämonische Fähigkeiten. Es wird ihn sicherlich nicht ganz aufhalten, doch es sollte genügen. Na, worauf warten wir denn noch? Ach, müssen wir mit ihm denn eigentlich zögerlich sein? Nehmt ihn auseinander. Sofern ihr es könnt. Interessant. Ich kann immer noch nichts riechen.
Verdammt, bin ich schon so menschlich? Nein, die Klauen sind noch da. Die Ohren auch. Seltsam. Das wirst du jetzt erfahren. Was hast du vor? Was soll das? Bleib hier! Kikyo! Was hast du? Bist du verletzt? Das kann man so nicht sagen. Wie dann? Naraku hat meine Seelenfänger in seine Gewalt gebracht. Ohne die Seelen, die sie mir bringen, werde ich immer schwächer. Solltest du dich ausruhen? Ich habe keine Zeit, mich auszuruhen. Ich muss Naraku finden, bevor ich mich nicht mehr bewegen kann. Und dann? Willst du so gegen ihn kämpfen? Kikyo, ich kann nicht zulassen, dass du ihm so ins Messer rennst. Dann komm mit mir. Was? Bitte, Inuyasha, hilf mir. Gut, zeig mir den Weg zu Naraku und ich kümmere mich um den Rest und schütze dich. Sehr erschöpft aus? Ah, nur wegen dir stecken wir doch in diesem Schlamassel. Du mal wieder vorausrennen musstest. Was? Du warst auch voraus in den Bannkreis gelaufen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das liegt nur daran, dass du mal wieder nicht... Ja. So, wen haben wir denn da? Die Dämonenwohlfahrt, hm? Wir wissen ja, was das heißt. Jacken. Jawohl. Bin, komm mit. Thank you.
hast doch gar kein Mitleid, oder? Nicht einmal unseren Kleinsten gegenüber. Tja, ihre Schwäche hat kein Mitleid verdient. Was willst du? Sei doch nicht immer gleich so unfreundlich. Ich bin schließlich hier, um dir zu helfen, im Gegensatz zu dir. Weiß ich nämlich, was Narako vorhat. Und warum sollte mich das interessieren? Weil ich ja außerdem weiß, dass dein feines Näschen in diesem Nebel nicht so gut funktioniert. Die anderen werden es nicht bemerkt haben, aber ich weiß, dass du nicht ganz so gut in Form bist wie sonst. Habe ich recht? Mut genug, um dich zu töten, also überlege genau, was du sagst. Schon gut, schon gut. Ich bin nicht dein Feind, okay? Das interessiert mich nicht. Was hast du sonst noch zu sagen, außer dass der Nebel mich angeblich einschränkt? Wenn du diese beiden Gnome wiedersehen möchtest, mit denen du dich umgibst, sollte es dich zumindest interessieren. Und wenn ihr je wieder hier rauskommen wollt, ebenfalls. Du weißt, dass du mir damit nicht drohen kannst. Ja, weiß ich. Ich dachte nur, ich erwähne es nochmal. Immerhin war es Narakus Idee, dich von deinen beiden Schützlingen zu trennen. Er will dich beschäftigen. Denn im Gegensatz zu deinem Bruder bist du noch eine richtige Gefahr für ihn. Vor allem heute Nacht. Was willst du damit sagen? Nicht so wichtig. Aber solange du durch diesen Nebel weder den Gnomen noch das Mädchen riechen kannst, solltest du auf mich hören und dich zu Narako begeben. Denn ohne ihn wird sich der Nebel ganz schnell wieder verziehen. Darum geht es dir also wieder? Ich soll dir helfen, deinen Schöpfer zu töten. Inuyasha! Endlich! Ich dachte schon, du bist ja gar nicht Inuyasha. Richtig. Das war dann wohl mein Stichwort. Du weißt, was zu tun ist. Beseitige Narako und wir werden beide frei sein. Sesumaru, warte! Was machst du hier? Dasselbe könnte ich dich fragen. Du gehörst doch zu Inuyashas Gruppe. Wir wurden im Kampf getrennt. Also, was machst du hier? Das eben war doch Kagura. Und? Na, hat sie dir irgendetwas erzählt? Plant sie irgendetwas? Wie kommst du auf den Gedanken, dass gerade ich dir derzeit was sagen würde? Sei doch nicht immer so stur. Ich weiß ganz genau, dass sie dir etwas erzählt hat. Und sie scheint ja wohl auf deine Hilfe zu bauen. Nur, weil sie mich um Hilfe ersucht, heißt das noch lange nicht, dass ich hier auf welche zuteil werden lasse. Kauf der Dinge haben sie langsam nicht mehr ab. Du müsstest doch scheinbar deine Begleiter, vor allem dieses Menschenmädchen, beschützen. Und es ist für uns alle leichter, wenn wir uns zusammentun, um Narako zu besiegen. Glaubst du etwa wirklich, dass ich Hilfe von einem Menschen bräuchte? Stecken das Mädchen unter Gründen überhaupt? So wie auch eure Gruppe wurden wir im Kampf getrennt, aber das wird nicht von Dauer sein. Dann möchtest du sie jetzt sicherlich suchen gehen, oder? Ja, doch das würde nichts bringen. Was? Wieso würde das nichts bringen? Ich kann sie nicht riechen. Wieso nicht? Dieser Nebel behindert Dämonen, die nicht zu Narako gehören. Der Nebel? Dann sollten wir versuchen, Kagura einzuholen. Sicherlich kann sie uns helfen. Sie scheint ja auch oft deine Hilfe zu bauen. Was denn? Bist du dir etwa selber noch nicht drauf gekommen? Offenbar nicht. Gleich wieder. Hast Mini gesagt, dass du bei Neumond zu einem Menschen wirst? Wieso auch? Du warst schließlich mein Feind. Dann hast du das Juwel bewacht und ich wollte ein richtiger Dämon werden. Was hätte ich dir das sagen sollen? Hast du mir denn nie genug vertraut? Doch, kurz bevor Narak uns angegriffen hat, da habe ich dir vertraut. Und dennoch hast du es mir verschwiegen, obwohl du eingewilligt hattest, ein Mensch zu werden. Das habe ich nie gesagt! Das ist also nicht vor. Du kannst mir nichts vormachen, Inuyasha. Ich kannte dich wie sonst keiner. Du konntest mich damals nicht anlügen und kannst es auch jetzt nicht. Du wolltest ein Mensch werden.
Warum hast du jetzt so eine Angst vor der Verwandlung? Mit Angst hat das doch null zu tun. Ich fühle mich nur nicht ganz so wohl als Mensch. Ich hätte dir helfen können, dich wohlzufühlen. Nichts hätte uns stören sollen. Und niemand hätte uns trennen dürfen. Und dafür, Schippo, brauchst du Reispudding. Aber die wirklich schlüpfrigen Details sehe ich dir erst, wenn du erwachsen bist. Inuyasha und Kikyo, was machst du hier? Was macht ihr hier? Viel schlimmer, was machst du hier mit Kikyo-sama? Solltest du nicht eher nach Kagome-sama suchen? Und du? Wo ist Sango? Aber wenn Kagome nicht hier ist, dann heißt es, dass es bei Narakumbankreis ist. Sind wir alle, du Giftzwerg? Ja, aber wir haben Neuigkeiten. Da ist ein Bankkreis, in dem Bankkreis, und da ist Naraku, und weiß ich nicht, bei dir. Stopp! Warte. Was? Also, was Schippo damit sagen wollte, ist, innerhalb des ersten großen Bankkreises gibt es einen weiteren, zweiten, kleineren Bankkreis. Dort vermuten wir Naraku, und da sie ja nicht bei dir ist, auch Kagome-sama. Was? Kagome ist bei Naraku? Worauf warten wir denn noch? Wir müssen sie suchen. Stopp, Inuyasha, hier geblieben. Natürlich gefällt es mir nicht, dass Kagome-sama bei Naraku ist. Ich glaube aber nicht, dass sie in akuter Lebensgefahr schwebt. Wie kannst du sowas denn nur sagen? Wenn Naraku sich die Mühe macht, sie mit einem zweiten Bannkreis vor uns zu verstecken, ich sagte doch, irgendetwas steckt dahinter, dass sie sich überhaupt die Mühe macht, einen zweiten Bannkreis hochzuziehen. Er folgt einem Plan und Kagome-sama spielt dann wohl noch eine wichtige Rolle. Und wenn du dich irrst? Selbst wenn ich mich irre und so leid es mir tut, im Moment können wir nichts tun. Zum einen wissen wir nicht, wo der Bankkreis ist. Zum anderen wäre da noch deine Situation. Naraku darf dich so nicht sehen. Da er meine Seelenfänger in seiner Gewalt hat, weiß er das doch sicher längst. Ich habe von denen aber noch keine gesehen. Stimmt da deine Schiss, dass du sie wieder übernimmst, wenn sie dir zu nahe kommen? Ich glaube aber auch, dass er es noch nicht weiß. Andernfalls wäre die wohl kaum noch in einem Stück. Ist bisher auch der einzige Beweis dafür, dass Kagura es ihm noch nicht erzählt hat. Selbst Kagura weiß davon? Ist ja nicht so, als hätte ich es ihr freiwillig auf die Nase gebunden. Also, ein bisschen ja schon. Du kleiner Kikyo. Lass doch nur mal sagen, ich sei stürmisch. Geht's? Ja, es geht gleich wieder. Aber wir sollten weiter. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Und ich fürchte, ich weiß, was Naraku vorhat. Woher das denn auf einmal? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Wenn Naraku eure Kagome in seiner Gewalt hat, kann es dafür nur zwei Gründe geben. Erstens, er will sie als Köder benutzen. Dann müsste er aber eine Spur legen. Oder, wie wir ihn kennen, dich darüber informieren, wo sie ist. Bleibt noch zweitens. Zählen kann ich auch. Also, was ist die zweite Möglichkeit? Dass er tatsächlich etwas mit ihr vorhat. Er hat sich extra die Mühe gemacht, sie von euch zu isolieren. Noch dazu hat er mich meiner Seelenfänger beraubt, um mich zu schwächen. Das kann selbst für ihn nicht einfach gewesen sein. Ich bin mir sicher, dass das zusammenhängt. Aber was hat das mit Kagome zu tun? Überleg mal, Inuyasha, was haben deine Kagome und ich gemeinsam? Ihr seht euch recht ähnlich? Naja, die ganze Wiedergeburtsgeschichte halt. Meinst du, Naraku weiß davon? Ach, so ist das. Ich verstehe. Ach echt? Dann erklär es mir! Und Inuyasha, der weiß es auch noch nicht. Kikyo-sama und Kagome-sama teilen sich eine Seele. Ja, und? Inuyasha, Naraku kann mir nichts antun. Sein menschliches Herz, alles, was von seiner menschlichen Vergangenheit übrig geblieben ist, kann mich nicht verletzen. Erinnerst du dich? Der Dämon Naraku entsteht aus einem Menschen, der damals in Kikyo-sama verliebt war. Dieser Mensch hindert ihn daran, sie loszuwerden. Aber Kagome kann ja ohne Probleme etwas antun. Der miese Hund. Welch Ironie. Und jetzt, wenn du recht hast, darfst du dich Kagome nicht nähern. Solange sie in Narakus Bankkreis ist, bin ich sicher. Das größere Problem bist du. Wenn Naraku rausfindet, dass wir... Dann müssen wir eben darauf achten, dass uns niemand sieht. Und selbst wenn, er wird gar nicht die Chance haben, es auszuplaudern. Das gehört Kagome. Hat er hier also doch was angetan? Dieser Miese! Inuyasha, denk doch mal nach. Wir reden hier von Naraku. Wenn einer weiß, wie man Spuren verwischt, dann ja wohl er. Er will, dass wir Kagome-sama finden, beziehungsweise dass du sie findest. Was? Wieso denn gerade ich? Das Ding hätte jeder von uns finden können. Du sollst mich zu ihm bringen, wenn ich es nicht mehr alleine schaffe. Er verlässt sich auf deine Nase.
zu dumm, dass die mal wieder nicht funktioniert. Lass gut sein, lass gut sein. Bald ist Sonnenaufgang, dann können wir weitersuchen. Bis dahin, lass uns doch in diese Richtung gehen. Die scheint ja soweit richtig zu sein. Hoffentlich. Jetzt habe ich es auch gehört. Es kommt immer näher, oder? Na, hallo? Na, hast du immer noch Angst ohne sich schon mal, Sommer? Ja, doch. Ja, alle laufen! Tesumaru? Chepo! Leute, Sango! So weit waren wir schon! Chepo? Wie geht es dir? Was mit deiner Wunde? Wieso was bei Tesumaru? Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Und um meinen Kobi scheint. Um alles an dir. Ach, mir geht es gut. Wo ist Kagumi-chan? Und was willst du hier? Hast du etwas damit zu tun? Glaubst du etwa wirklich, ich würde mich mit diesem Abschaum zusammentun? Jetzt ist er wieder ganz der Alte. Und das meinst du wie? Ach, erzähl ich dir später. Jetzt sollten wir es dann... Wieso tauchst du gerade jetzt hier auf? Ich trau dir nicht. Das soll mir gleich sein. Ich habe nicht vor, an eurer Seite zu kämpfen. Ich wusste es. Na, dann mach ich dich ihm zuerst fertig. Sango! Was soll das? Sag nicht, du stehst jetzt auf seiner Seite. Ach, sei nicht albern, Inuyasha. Aber haben wir nicht Besseres zu tun, als ihn zu bekämpfen? Spar dir deine Kräfte für Naraku. Und vertrau mir für den Moment, wenn ich dir sage, dass dein Bruder keine Gefahr für uns darstellt. Was soll das denn jetzt heißen? Warst du die letzten Male nicht dabei, als er uns angegriffen hat? Inuyasha, sie hat recht. Was? Miroku! Zumindest was Naraku angeht. Solange es schon mal uns nicht angreift, ist er das größere Problem. Er hat recht, Inuyasha. Er hat bei weitem größere Probleme. Als die kleine Familien fehlen, die ich mich auch gar nicht weiter einmischen will. Naraku, du Bastard! Wo ist Kagumi und was hast du mit ihr gemacht? Kagumi ist sicher. Sie erwartet dich bereits in meinem Schloss, Kiki. Was zum Teufel hast du vor? Wäre es nicht langweilig, wenn ich euch das alles schon erzählen würde? Ihr seid schon so weit gekommen,
dann will ich euch den Rest des Rätsels sich auch schon verraten. Deswegen, Agora, bereite unseren Gästen einen angemessenen Empfang. Du hast ihn gehört. Unsere Gäste sollen empfangen werden. Als ich dachte, dass du den anderen einfach so ihr Schicksal überlässt. Ihr Schicksal ist ja wohl nicht meine Angelegenheit. Natürlich nicht. Wir sind uns gar nicht so unangenehm. Auch ich werde nun alle hier zurücklassen. Es tut mir leid, um all die Mühen, die ihr euch gemacht habt. Du gehst nirgendwo hin. Wo ist denn hin? Wo willst du jetzt hin? Hey, ich rede mit dir! Inuyasha, lass ihn. Du hast dich schon vorhin für ihn eingesetzt. Habe ich da eventuell irgendein Techtelmechtel verpasst? Er geht zu Rin und Jack hin. Ja, und dann? Die kommen von dir doch auch nicht weg. Niemand kann den Bannkreis brechen. Genau das haben die Dämonen gesagt. Natürlich kann der Bannkreis gebrochen werden. Karumi wird das nicht können, aber ich werde ihn zerstören. In deinem Zustand? Kikyo, ich kann das nicht zulassen. Schafft mir Karumi vom Hals. Wenn ich den Bannkreis breche, darf sie nicht in der Nähe sein, sonst würde Narakus Plan womöglich doch noch aufgehen. Ich kann dich doch nicht... Ich werde meine Seele nicht an Naraku verlieren. Wir haben beide schon so viel an ihm verloren. Willst du ihn etwa wirklich wiedergewinnen lassen? Was glaubst du denn, warum er uns hier alleine zurückgelassen hat? Es gibt nur noch einen Weg hier raus. Den können wir nicht gemeinsam gehen. Kikyo! Ich helfe Karumi aus dem Bannkreis. Dann zieht ihr weiter. Verschwinde. Was? Wie kommst du dazu, mich herumzukümmern? Außerdem habe ich hier noch was zu erledigen. Dass du aber auch immer so stur sein musst. Sag mal, Kikyo, du siehst nicht gut aus. Vielleicht solltest du besser von hier verschwinden. Das hier ist Narakus Schloss. Und ich bin mir sicher, er ist hier Moment mal. Das hier ist Narakus Schloss. Also steckst du wirklich mit ihm unter einer Decke? Oh, ich wusste es! Karumi! Lass mich dir doch helfen. Hast du etwa vergessen, dass er dich damals getötet hat? Und Inuyasha auch beinahe. Karumi, ich bin nur wegen dem Bannkreis hier. Warte. Der Bannkreis. Bist du etwa das Medium? Ich soll dich zerstören? Es muss doch einen anderen Weg geben. Karumi, jetzt halt den Mund und hör mir zu, bevor du noch mehr falsch verstehst. Ich bin hier, um den Bannkreis zu brechen und nicht, um mit dir zu diskutieren. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Lass mich dir doch helfen. Du bist geschwächt. Das sehe ich doch. Ich kann dich doch da nicht einfach... Ich werde es nicht noch einmal sagen.
Schon gut. Ich gehe ja schon. Auf mich hörst du ja eh nicht. Wirklich weiter. Kommt, den Rest erklären wir euch auf dem Weg zum Dorf. Karumissama? Mir bitte auch. Mir scheint, als hätte ich doch ein klein wenig mehr verpasst. Was hab ich denn getan? Ein Wort und du bist tot. Oh, sag mal, wie sprichst du denn mit ihm? Wie kannst du es wagen, so mit dem überragenden Seeschauer? Lass gut sein, Sake. Es ist nicht so, dass er mir großartig drohen könnte. Es ist nicht so, dass du mir in irgendeinem Zustand großartig drohen könntest, Inuyasha. Verschwinde einfach. Meister, wäre das nicht die perfekte Gelegenheit, sich eventuell... man könnte ja meinen... Reden, das komm mit. Wäre. Schau mal, dann das habe ich gefunden. Jaten sagt, das gehört dir. Ja, hast du... Danke. Und schon wieder lassen sie mich einfach hier zurück. Nicht, dass das zur Gewohnheit wird. Du bist ja nicht ganz allein. Kikyo, dir geht es gut. Ja, ich habe dir doch gesagt, dass mir nichts passieren wird. Wie hast du das gemacht? Ein Naraku verlässt sich zu sehr auf seine Marionetten. Eine davon war das Medium für den Bankreis. Und als ich dieses zerstört habe, wurden auch die Bankreise wieder aufgehoben. Ist das... Wir können jetzt weiter? Ja, aber hier trennen sich unsere Wege wieder. Das dachte ich mir schon. Aber dir geht es wieder gut, oder? Oder? Wir sehen uns bald wieder, Inuyasha. Pass auf dich auf. Sesshomaru und Riff als Kaguma. Suramis in der Rolle des Naraku. Und Schreistern als Kikyo. Chiari als Sango und Freimeier als Miroku. In der Rolle des Shippo. Elli als Kagome und Yugi als Inuyasha. Kagome, guck mal. Wir stehen hier so gequetscht. So. Ach, wollen wir auf die beiden Herren noch warten?
Danke nur. Das war Replay mit Inuyasha im Band des Nebels. Ach, wir freuen uns, dass so viele gekommen sind. Haben wir mit weniger gerechnet. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Das freut uns. Vielen Dank an die Technik. Yoshi, unser Techniker. Vielen Dank an unsere treue Helferin hinter der Bühne, Lea. Vielen Dank an die Kontopia, dass wir hier auftreten durften. Das war sehr, sehr schön. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, und wir würden uns sehr freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr auch zu den nächsten Stücken kommt. Ihr könnt auch auf unserer Homepage schauen. Wir haben auf Facebook und Twitter, wo wir auch immer von unseren Proben live tweeten. Und auch bei Animax findet ihr uns einfach Replay eingeben. Danke. Das nächste Mal zu sehen sind wir auf der NipponCon und auf der NissanCon. Das ist ja wirklich nichts Neues. Wir sollten aber weiter. Dass Naraku sich mit einem zweiten Bankkreis absichert, kann kein Zufall sein. Nein, nicht bei Naraku. Da steckt mehr dahinter. Ja, und so wie wir Inuyasha kennen, steht er auch mit einem Bein im nächsten Bankkreis. Wenn du wüsstest, wie viel Recht du hast. Bin ich in meinen Bankkreis gekommen. Wo sind die anderen? Was hast du mit ihnen gemacht? Ich habe nichts getan. Noch nicht. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass sie noch eine Aufgabe zu erledigen haben. Wenn es keine Rolle mehr spielt, dann sag mir doch gefälligst, was du vorhast. Du wirst diesen Raum nicht mehr lebendig verlassen. Da du sie nicht warnen kannst, soll es mir egal sein, wie viel du erfährst. Sobald die Miko hier eintrifft, wirst du schon noch erfahren, welche Rolle du zu spielen hast. Bis dahin lasse ich dich hier. Allein? Nein. Es wäre eine Schande, falls du wieder warten, doch einen Weg aus diesem Bankkreis, aus diesem Schloss finden würdest. Doch nun entschuldige mich. Ich habe noch etwas zu erledigen. Kikyos Seelenfängern. Wo kommt er her und warum hat er Naraku gereicht? Wenn Kikyo hier ist, ist Inuyasha sicher längst bei ihr. Inuyasha, ich muss ihn warnen. Er wird dir direkt in die Falle laufen.
Wo wollen wir denn so ehrlich hin? Kagura, hast du nichts Besseres zu tun, als für Nahako den Babysitter zu spielen? Doch, habe ich. Deswegen wirst du leider auf meine Anwesenheit verzichten müssen. Allerdings kommt es mir sehr gelegen, dass Nahako mir diese Aufgabe übertragen hat. Was hast du vor? Also bist du jetzt auf unserer Seite. Das soll mal einer verstehen. Sei doch nicht albern. Es ist nur so, dass du mir nicht sonderlich viel nützt, wenn du dich nicht bewegen kannst. Das heißt was? Stell dich doch nicht dümmer, als du bist. In diesem Schloss befindet sich das Medium, das den Bankreis aufrechterhält. Ich glaube nicht daran, dass ihn außer Nahako keiner brechen kann. Denn wäre das so, hätte er nichts zu befürchten und wäre nicht so vorsichtig. Und du erwartest von mir, dass ich diesen Bannkreis finde und das Medium breche? Ich erwarte gar nichts von dir. Aber wenn ihr Nahako töten wollt, gibt es wohl kaum eine andere Möglichkeit. Die Geheimniskrümmerei liegt da wohl in der Familie. Dass Ishomaru hier ist, macht die ganze Sache noch viel schwieriger. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass er mich dank des Nebels nicht riechen kann. Es wird Zeit, ihm eine neue Aufgabe zu geben. Sind wir wieder? Alles sich macht klar. Gut, dann seid ihr bereit für eine neue Aufgabe. In meinem Bannkreis ist ein weiterer Dämon aufgetaucht. Bei ihm ist ein kleines Mädchen und ein Kappa. Ich möchte, dass er ihn von den beiden trennt. Endgültig, oder müssen wir uns zurückhalten? Lasst sie am Leben. Er wird unberechenbar, falls etwas geschieht. Stiftet nur genug Chaos, dass er sie aus den Augen verliert. Das sollte ihn für eine Weile beschäftigen. Okay, und was ist das für ein Kerl? Er ist der Bruder des Halbdämons, den ihr zuvor schon getroffen habt. Er sieht ihn sogar recht ähnlich. Ein großer Dämon mit langen weißen Haaren. Aber wenn er nicht doch ein Halbdämon ist, kann er euch dann nicht einfach wittern? Nein, habt ihr es denn nicht bemerkt? Dieser Nebel, der einen Bogen um euch macht, er negiert dämonische Fähigkeiten. Es wird ihn sicherlich nicht ganz aufhalten, doch es sollte genügen. Na, worauf warten wir denn noch? Ach, müssen wir mit ihm denn eigentlich zögerlich sein? Nehmt ihn auseinander. Sofern ihr es könnt. Interessant. Thank you.
Hier war ich aber noch nicht, oder? Nein, das wüsste ich. Ha, ich wusste es! Kagome, ich... Moment mal, ist gar nicht Kagomis Geruch. Nur sehr ähnlich. Das ist Kikyos Geruch! Kikyo! Was macht sie denn hier? Vielleicht kann sie uns helfen, Narako zu finden. Andererseits... Ich sollte erst Kagome suchen. Was, wenn ihr was passiert ist? Und Kikyo? Er weiß, ob es ihr gut geht. Verdammt, warum eigentlich immer ich? Das wirst du jetzt erfahren. Was hast du vor? Was soll das? Bleib hier! Kikyo! Was hast du? Bist du verletzt? Das kann man so nicht sagen. Wie dann? Naraku hat meine Seelenfinger in seine Gewalt gebracht. Ohne die Seelen, die sie mir bringen, werde ich immer schwächer. Solltest du dich ausruhen? Ich habe keine Zeit, mich auszuruhen. Ich muss Naraku finden, bevor ich mich nicht mehr bewegen kann. Und dann? Willst du so gegen ihn kämpfen? Kikyo, ich kann nicht zulassen, dass du ihm so ins Messer rennst. Dann komm mit mir. Was? Bitte, Inuyasha, hilf mir. Gut, zeig mir den Weg zu Naraku und ich kümmere mich um den Rest. Ich schütze dich. Sehr erschöpft aus? Ah, nur wegen dir stecken wir doch in diesem Schlamassel. Du mal wieder vorausrennen musstest. Was? Du warst auch voraus in den Bannkreis gelaufen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das liegt nur daran, dass du mal wieder nicht auf... Ja. So, so. Wen haben wir denn da? Die Dämonenwohlfahrt. Hm? Wir wissen ja, was das heißt. Jacke. Jawohl. Rin, komm mit. Thank you.
Du hast doch gar kein Mitleid, oder? Nicht einmal unseren Kleinsten gegenüber. Tja, ihre Schwäche hat kein Mitleid verdient. Was willst du? Sei doch nicht immer gleich so unfreundlich. Ich bin schließlich hier, um dir zu helfen, im Gegensatz zu dir. Weiß ich nämlich, was Narako vorhat. Und warum sollte mich das interessieren? Weil ich ja außerdem weiß, dass dein feines Näschen in diesem Nebel nicht so gut funktioniert. Die anderen werden es nicht bemerkt haben, aber ich weiß, dass du nicht ganz so gut in Form bist wie sonst. Habe ich recht? Mut genug, um dich zu töten, also überlege genau, was du sagst. Schon gut, schon gut. Ich bin nicht dein Feind, okay? Das interessiert mich nicht. Was hast du sonst noch zu sagen, außer dass der Nebel mich angeblich einschränkt? Wenn du diese beiden Gnome wiedersehen möchtest, mit denen du dich umgibst, sollte es dich zumindest interessieren. Und wenn ihr je wieder hier rauskommen wollt, ebenfalls. Du weißt, dass du mir damit nicht drohen kannst. Ja, weiß ich. Ich dachte nur, ich erwähne es nochmal. Immerhin war es Narakus Idee, dich von deinen beiden Schützlingen zu trennen. Er will dich beschäftigen. Denn im Gegensatz zu deinem Bruder bist du noch eine richtige Gefahr für ihn. Vor allem heute Nacht. Was willst du damit sagen? Nicht so wichtig. Aber solange du durch diesen Nebel weder den Gnomen noch das Mädchen riechen kannst, solltest du auf mich hören und dich zu Narako begeben. Denn ohne ihn wird sich der Nebel ganz schnell wieder verziehen. Darum geht es dir also wieder? Ich soll dir helfen, deinen Schöpfer zu töten. Inuyasha! Endlich! Ich dachte schon, du bist ja gar nicht Inuyasha. Richtig. Das war dann wohl mein Stichwort. Du weißt, was zu tun ist. Beseitige Narako und wir werden beide frei sein. Sesumaru, warte! Was machst du hier? Dasselbe könnte ich dich fragen. Du gehörst doch zu Inuyashas Gruppe. Wir wurden im Kampf getrennt. Also, was machst du hier? Das eben war doch Kagura. Und? Na, hat sie dir irgendetwas erzählt? Plant sie irgendetwas? Wie kommst du auf den Gedanken, dass gerade ich dir dazu etwas sagen würde? Sei doch nicht immer so stur. Ich weiß ganz genau, dass sie dir etwas erzählt hat. Und sie scheint ja wohl auf deine Hilfe zu bauen. Nur, weil sie mich um Hilfe ersucht, heißt das noch lange nicht, dass ich hier auf welche zuteil werden lasse. Ich kaufe dein Gehaben so langsam nicht mehr ab. Du müsstest doch scheinbar deine Begleiter, vor allem dieses Menschenmädchen, beschützen. Und es ist für uns alle leichter, wenn wir uns zusammentun, um Narako zu besiegen. Glaubst du etwa wirklich, dass ich Hilfe von einem Menschen bräuchte? Stecken das Mädchen unter Gründe überhaupt? So wie auch eure Gruppe wurden wir im Kampf getrennt, aber das wird nicht von Dauer sein. Dann möchtest du sie jetzt sicherlich suchen gehen, oder? Ja, doch das würde nichts bringen. Was? Wieso würde das nichts bringen? Ich kann sie nicht riechen. Wieso nicht? Dieser Nebel behindert Dämonen, die nicht zu Narako gehören. Der Nebel? Dann sollten wir versuchen, Kagura einzuholen. Sicherlich kann sie uns helfen. Sie scheint ja auch oft deine Hilfe zu bauen. Was denn? Bist du da jetzt selber noch nicht drauf gekommen? Offenbar nicht. Geht gleich wieder. Hast mir nie gesagt, dass du bei Neumond zu einem Menschen wirst? Wieso auch? Du warst schließlich mein Feind. Dann hast du das Juwel bewacht und ich wollte ein richtiger Dämon werden. Was hätte ich dir das sagen sollen? Hast du mir denn nie genug vertraut? Doch, kurz bevor Narak uns angegriffen hat, da habe ich dir vertraut. Und dennoch hast du es mir verschwiegen, obwohl du eingewilligt hattest, ein Mensch zu werden. Das habe ich nie gesagt! Das ist also nicht vor. Du kannst mir nichts vormachen, Inuyasha. Ich kannte dich wie sonst keiner. Du konntest mich damals nicht anlügen und kannst es auch jetzt nicht. Du wolltest ein Mensch werden. Warum hast du jetzt so eine Angst vor der Verwandlung?
zu tun. Ich fühle mich nur nicht ganz so wohl als Mensch. Ich hätte dir helfen können, dich wohlzufühlen. Nichts hätte uns stören sollen. Und niemand hätte uns trennen dürfen. Und dafür, Shibon, brauchst du Reispudding. Aber die wirklich schlüpfrigen Details sehe ich dir erst, wenn du erwachsen bist. Inuyasha und Kikyo, was machst du hier? Was macht ihr hier? Viel schlimmer, was machst du hier mit Kikyo-sama? Solltest du nicht eher nach Kagome-sama suchen? Und du? Wo ist Sango? Aber wenn Kagome nicht hier ist, dann heißt es, dass es bei Narakumban-Kreis ist. Das sind wir alle, du Giftzwerg. Ja, aber wir haben Neuigkeiten. Da ist ein Bankkreis, in dem Bankkreis, und da ist Narakum, und weiß ich nicht, bei dir... Stopp! Warte. Was? Also, was Shippo damit sagen wollte, ist, innerhalb des ersten großen Bankkreises gibt es einen weiteren, zweiten, kleineren Bankkreis. Dort vermuten wir Naraku, und da sie ja nicht bei dir ist, auf Kagome-sama. Was? Kagome ist bei Naraku? Worauf warten wir denn noch? Wir müssen sie suchen, Stopp, Inuyasha, hier geblieben. Natürlich gefällt es mir nicht, dass Kagome-sama bei Naraku ist. Ich glaube aber nicht, dass sie in akuter Lebensgefahr schwebt. Wie kannst du sowas denn nur sagen? Wenn Naraku sich die Mühe macht, sie mit einem zweiten Bannkreis vor uns zu verstecken, ich sagte doch, irgendetwas steckt dahinter, dass sie sich überhaupt die Mühe macht, einen zweiten Bannkreis hochzuziehen. Er folgt einem Plan und Kagome-sama spielt darin noch eine wichtige Rolle. Und wenn du dich irrst? Selbst wenn ich mich irre und so leid es mir tut, im Moment können wir nichts tun. Zum einen wissen wir nicht, wo der Bannkreis ist. Zum anderen wäre da noch deine Situation. Naraku darf dich so nicht sehen. Da er meine Seelenfänger in seiner Gewalt hat, weiß er das doch sicher längst. Ich habe von denen aber noch keine gesehen. Stimmt da deine Schiss, dass du sie wieder übernimmst, wenn sie dir zu nahe kommen? Ich glaube aber auch, dass er es noch nicht weiß. Andernfalls wäre die wohl kaum noch in einem Stück. Ist bisher auch der einzige Beweis dafür, dass Kagura es ihm noch nicht erzählt hat. Selbst Kagura weiß davon? Ist ja nicht so, als hätte ich es ihr freiwillig auf die Nase gebunden. Also, ein bisschen ja schon. Du Kleiner. Kikyo. Das soll man mal sagen, ich sei stürmisch. Geht's? Ja, es geht gleich wieder. Aber wir sollten weiter. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Und ich fürchte, ich weiß, was Naraku vorhat. Woher das denn auf einmal? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Wenn Naraku eure Kagome in seiner Gewalt hat, kann es dafür nur zwei Gründe geben. Erstens, er will sie als Köder benutzen. Dann müsste er aber eine Spur legen. Oder, wie wir ihn kennen, dich darüber informieren, wo sie ist. Bleibt noch zweitens. Zählen kann ich auch. Also, was ist die zweite Möglichkeit? Dass er tatsächlich etwas mit ihr vorhat. Er hat sich extra die Mühe gemacht, sie von euch zu isolieren. Noch dazu hat er mich meiner Seelenfänger beraubt, um mich zu schwächen. Das kann selbst für ihn nicht einfach gewesen sein. Ich bin mir sicher, dass das zusammenhängt. Aber was hat das mit Kagome zu tun? Überleg mal, Inuyasha, was haben deine Kagome und ich gemeinsam? Ihr seht euch recht ähnlich? Naja, die ganze Wiedergeburtsgeschichte halt. Meinst du, noch weißt du davon? Ach, so ist das. Ich verstehe. Ach echt? Dann erklär es mir. Und Inuyasha, der weiß es auch noch nicht. Kikyo-sama und Kagome-sama teilen sich eine Seele. Ja, und? Inuyasha, Naraku kann mir nichts antun. Sein menschliches Herz, alles, was von seiner menschlichen Vergangenheit übrig geblieben ist, kann mich nicht verletzen. Erinnerst du dich? Der Dämon Naraku entsteht aus einem Menschen, der damals in Kikyo-sama verliebt war. Dieser Mensch hindert ihn daran, sie loszuwerden. Aber Kagome kann ja ohne Probleme etwas antun. Der miese Hund. Welch Ironie. Und jetzt, wenn du recht hast, darfst du dich Kagome nicht nähern. Solange sie in Narakus Bankkreis ist, bin ich sicher. Das größere Problem bist du. Wenn Naraku rausfindet, dass sie... Dann müssen wir eben darauf achten, dass uns niemand sieht. Und selbst wenn, er wird gar nicht die Chance haben, es auszuplaudern. Das gehört Kagome. Hat er hier also doch was angetan? Dieser Miese! Inuyasha, denk doch mal nach. Wir reden hier von Naraku. Wenn einer weiß, wie man Spuren verwischt, dann ja wohl er. Er will, dass wir Kagome-sama finden, beziehungsweise dass du sie findest. Was? Wieso denn gerade ich? Das Ding hätte jeder von uns finden können. Du sollst mich zu ihm bringen, wenn ich es nicht mehr alleine schaffe. Er verlässt sich auf deine Nase. Zu dumm, dass die mal wieder nicht funktioniert. Los,
Lass gut sein. Bald ist Sonnenaufgang. Dann können wir weiter suchen. Bis dahin, lass uns doch in diese Richtung gehen. Die scheint ja soweit richtig zu sein. Hoffentlich. Solche Sorgen über dich gemacht. Und um meinen Tobi scheint. Um alles an dir. Ach, mir geht es gut. Wo ist Kagumi-chan? Und was willst du hier? Hast du etwas damit zu tun? Glaubst du etwa wirklich, ich würde mich mit diesem Abschaum zusammentun? Jetzt ist er wieder ganz der Alte. Und das meinst du wie? Erzähl ich dir später. Jetzt sollten wir es dann. Wieso tauchst du gerade jetzt hier auf? Ich trau dir nicht. Das soll mir gleich sein. Ich habe nicht vor, an eurer Seite zu kämpfen. Ich wusste es. Na, dann mach ich dich ihm zuerst fertig. Sango! Was soll das? Sag nicht, du stehst jetzt auf seiner Seite. Ach, sei nicht albern, Inuyasha. Aber haben wir nicht Besseres zu tun, als ihn zu bekämpfen? Spar dir deine Kräfte für Naraku. Und vertrau mir für den Moment, wenn ich dir sage, dass dein Bruder keine Gefahr für uns darstellt. Was soll das denn jetzt heißen? Warst du die letzten Male nicht dabei, als er uns angegriffen hat? Inuyasha, sie hat recht. Was? Miroku! Zumindest was Naraku angeht. Solange es schon mal uns nicht angreift, ist er das größere Problem. Recht, Inuyasha. Ihr habt bei weitem größere Probleme als die kleine Familienfehde, die ich mich auch gar nicht weiter einmischen will. Naraku, du Bastard! Wo ist Kagumi und was hast du mit ihr gemacht? Kagumi ist sicher. Sie erwartet dich bereits in meinem Schloss, Kiki. Was zum Teufel hast du vor? Wäre es nicht langweilig, wenn ich euch das alles schon erzählen würde. Ihr seid schon so weit gekommen, dann will ich euch den Rest des Rätsels nicht auch schon verraten. Deswegen,
Agora, bereite unseren Gästen einen angemessenen Empfang. Du hast ihn gehört. Unsere Gäste sollen empfangen werden. Als ich dachte, dass du den anderen einfach so ihrem Schicksal überlässt. Ihr Schicksal ist ja wohl nicht meine Angelegenheit. Natürlich nicht. Wir sind uns gar nicht so unangenehm. Auch ich werde nun alle hier zurücklassen. Es tut mir leid, um all die Mühen, die ihr euch gemacht habt. Du gehst nirgendwo hin. Wo ist der hin? Wo willst du jetzt hin? Ich rede mit dir! Inuyasha, lass ihn! Du hast dich schon vorhin für ihn eingesetzt. Habe ich da eventuell irgendein Techtelmechtel verpasst? Er geht zu Rin und Jack hin. Ja, und dann? Die kommen von dir doch auch nicht weg. Niemand kann den Bannkreis brechen. Genau das haben die Dämonen gesagt. Natürlich kann der Bannkreis gebrochen werden. Karumi wird das nicht können, aber ich werde ihn zerstören. In deinem Zustand? Kikyu, ich kann das nicht zulassen. Schafft mir Karumi vom Hals. Wenn ich den Bannkreis breche, darf sie nicht in der Nähe sein, sonst würde Narakus Plan womöglich doch noch aufgehen. Ich kann dich doch nicht... Ich werde meine Seele nicht an Naraku verlieren. Wir haben beide schon so viel an ihn verloren. Willst du ihn etwa wirklich wiedergewinnen lassen? Was glaubst du denn, warum er uns hier alleine zurückgelassen hat? Es gibt nur noch einen Weg hier raus. Den können wir nicht gemeinsam gehen. Kikyo! Ich helfe Karumi aus dem Bannkreis. Dann zieht ihr weiter. Was machst du denn hier? Verschwinde. Was? Wie kommst du dazu, mich herumzukümmern hier? Außerdem habe ich hier noch was zu erledigen. Dass du aber auch immer so stur sein musst. Sag mal, Kikyo, du siehst nicht gut aus. Vielleicht solltest du besser von hier verschwinden. Das hier ist Narakus Schloss. Und ich bin mir sicher, er ist hier Moment mal. Das hier ist Narakus Schloss. Also... Steckst du wirklich mit ihm und deiner Decke? Oh, ich wusste es! Karumi! Lass mich dir doch helfen. Hast du etwa vergessen, dass er dich damals getötet hat? Und Inuyasha auch beinahe. Karumi, ich bin nur wegen dem Bannkreis hier. Warte. Der Bannkreis. Bist du etwa das Medium? Ich soll dich zerstören? Es muss doch einen anderen Weg geben. Karumi, jetzt halt den Mund und hör mir zu, bevor du noch mehr falsch verstehst. Ich bin hier, um den Bannkreis zu brechen und nicht, um mit dir zu diskutieren. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Lass mich dir doch helfen. Du bist geschwächt. Das sehe ich doch. Ich kann dich doch da nicht einfach... Ich werde es nicht noch einmal sagen. Schon gut. Ich gehe ja schon. Auf mich hörst du ja eh nicht.
Hey Leute, ich habe übrigens so einen Splitter gefunden. Seriöslich? Kagome-chan! Kagome, ich... Nein, bitte, bitte. Inuyasha! Mach Platz, mach Platz, mach Platz, mach Platz! Kagome, geht's dir gut? Ja, ja, alles in Ordnung. Danke, dass du nach mir gesucht hast. Ich dachte schon, du wärst mit Kiki unterwegs gewesen. Aber... Es ist alles in Ordnung. Was ist denn überhaupt passiert? Ja, also da waren die Dämonen und die haben gesagt, ich bin kein echter Dämon. Und ich störe ich gerne. Das hier störe ich ungern. Wir sollten da wirklich weiter. Kommt, den Rest erklären wir auf dem Weg zum Dorf. Kagome-sama? Mir bitte auch. Mir scheint, jetzt hätte ich doch ein klein wenig mehr verpasst. Was habe ich denn getan? Ein Wort und du bist tot. Oh, sag mal, wie sprichst du denn mit ihm? Wie kannst du es wagen, so mit dem überragenden Seishoba? Lass gut sein, Sake. Es ist nicht so, dass er mir großartig drohen könnte. Es ist nicht so, dass du mir in irgendeinem Zustand großartig drohen könntest, Inuyasha. Verschwinde einfach. Meister, wäre das nicht die perfekte Gelegenheit, sich eventuell... man könnte ja meinen, dass das komm mit. Wäre. Schau mal, dann das habe ich gefunden. Jaten sagt, das gehört dir. Ja, hast du. Danke. Und schon wieder lassen sie mich einfach hier zurück. Nicht, dass das zur Gewohnheit wird. Du bist ja nicht ganz allein. Kikyo, dir geht es gut. Ja, ich habe dir doch gesagt, dass mir nichts passieren wird. Wie hast du das gemacht? Ein Naraku verlässt sich zu sehr auf seine Marionetten. Eine davon war das Medium für den Bankreis. Und als ich dieses zerstört habe, wurden auch die Bankreise wieder aufgehoben. Ist das... Wir können jetzt weiter? Ja, aber hier trennen sich unsere Wege wieder. Das dachte ich mir schon. Aber dir geht es wieder gut, oder? Oder? Wir sehen uns bald wieder, Inuyasha. Pass auf dich auf. Seshomaru und Riff als Kaguma. Suramis in der Rolle des Naraku. Und Schreistern als Kikyo. Chiari als Sango und Freimeier als Miroku. In der Rolle des Shippo. Ellie als Kagome und Yugi als Inuyasha. Kagome, guck mal. Wir stehen hier so gequetscht. So. Ach, wollen wir auf die beiden Herren noch warten? Danke nur. Das war Replay mit Inuyasha im Band des Nebels. Ach, wir freuen uns, dass so viele gekommen sind. Haben wir mit weniger gerechnet. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank an die Technik, Yoshi, unser Techniker. Ja.
Vielen Dank an unsere treue Helferin hinter der Bühne, Lea. Vielen Dank an die Kontopia, dass wir hier auftreten durften. Das war sehr, sehr schön. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, und wir würden uns sehr freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr auch zu den nächsten Stücken kommt. Ihr könnt auch auf unserer Homepage schauen. Wir haben auf Facebook und Twitter, wo wir auch immer von unseren Proben live tweeten. Und auch bei Animax findet ihr uns einfach Replay eingeben. Danke. Das nächste Mal zu sehen sind wir auf der NipponCon und auf der NissanCon. Thank you.